der letzte Teil von Die Tribute von Panem ist jetzt endlich in den Kinos. Und ich bin schon so gespannt auf dieses Ende. Ich habe die Bücher nicht gelesen, dementsprechend weiß ich nicht, wie es ausgeht. Und darauf freue ich mich jetzt natürlich riesig. Und dieses Mal habe ich natürlich auch wieder einen leckeren Snack zu dem Film gemacht. Und zwar leckere Panem-Cookies. Bei dem zweiten Teil hatte ich ja schon eine Torte gemacht. Und bei dem ersten Teil vom dritten Teil habe ich ja dann Cupcakes gemacht. Dieses Mal habe ich mich für Kekse entschieden. Und so habt ihr dann ganz viele Möglichkeiten, was ihr dann vielleicht zu eurem nächsten Filmeabend dann servieren könnt. Wenn ihr euch vielleicht die ersten drei Teile nochmal anguckt. Bevor ihr dann im Kino den letzten Teil von Panem guckt. Und wie ihr diese leckeren Kekse machen könnt, das werde ich euch jetzt natürlich noch zeigen. Für die Panem-Cookies habe ich mir jetzt schon mal meinen Teig vorbereitet. Und ich mache jetzt solche Double-Chocolate-Cookies und auch diese ganz normalen American-Cookies. Allerdings habe ich hier jetzt den Teig mit anderer Schokolade vermischt. Und zwar habe ich bei dem hellen Teig nur weiße Schokolade genommen. Und bei dem dunklen Teig habe ich nur diese Zartbitter-Schokotropfen mit reingemixt. Und den Rest habe ich aber eigentlich genauso wie im Grundrezept auch dann schön vermixt und daraus forme ich mir jetzt auch wieder meine Teigkugeln. Und lege mir die dann aufs Backblech. Ich drücke mir die auch immer so ein bisschen platt, weil manchmal sind die dann doch immer sehr hoch, die Cookies. Und lege mir die jetzt mit relativ großem Abstand dann zueinander auf das Blech drauf. Und die Cookies backe ich mir dann auch wie im Grundrezept bei 170 Grad Umluft, am besten im vorgeheizten Backofen für ca. 12 bis 15 Minuten bei den hellen und ca. 11 bis 13 Minuten bei den dunklen. Wer gerne das Rezept haben möchte, was ich hier genommen habe, die Grundrezepte sind natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Da könnt ihr dann also gerne nachgucken und euch diese leckeren Cookies nachmachen. Ich finde die wirklich super lecker. Wenn ihr aber ein Lieblingsrezept habt von Keksen oder so, was ihr gerne nehmen wollt, dann könnt ihr natürlich auch euer Lieblingsrezept nehmen. Während die Kekse jetzt im Ofen waren, habe ich mir auch schon mal meine Schokolade geschmolzen. Einmal Zartbitterkuvertüre und weiße Kuvertüre. Denn auf die dunklen Kekse mache ich weiße Pottstölpel, Spottölpel. Oh, jedes Mal verdrehe ich das, weil eine Freundin das von mir mal falsch gesagt hat. Und damit habe ich sie mal verarscht und jetzt verdrehe ich das auch immer wieder. Auf jeden Fall male ich das dann für die dunklen Kekse mit der weißen Kuvertüre auf und für die hellen Kekse mit der dunklen Kuvertüre. Und dafür schneide ich mir jetzt einfach hier vorne so eine ganz kleine Ecke ab. Und dann spritze ich das hier auf das Backpapier. Ich habe hier einfach so eine Vorlage aus dem Internet genommen und die ausgedruckt und habe das dann einfach 8-mal kopiert. Dann habe ich gleich ein paar mehr davon und einfach darunter geklebt und das Backpapier dann mit Tesafilm einfach auf der Arbeitsplatte festgeklebt. Denn dann kann man jetzt ganz einfach die Schokolade da richtig schön aufspritzen und hat dann die richtige Form von den Spotttölpeln. Und das macht ihr euch jetzt so richtig schön hier drauf. Und das gleiche machen wir dann natürlich auch nochmal mit unserer weißen Schokolade. Und wenn ihr euch das jetzt so alles aufgespritzt habt, dann kommt das natürlich erstmal in den Kühlschrank, damit das richtig fest werden kann. Und sobald die Kekse dann abgekühlt sind und die Schokolade auch fest ist, können wir das dann alles zusammensetzen. Wenn unsere Cookies jetzt soweit abgekühlt sind und unsere Schokolade auch fest geworden ist, wollen wir jetzt natürlich noch die ganzen Spotttölpel da auf die Kekse draufbringen. Dafür löse ich mir die jetzt einfach vorsichtig mit einem Messer ab. Und dann nehme ich mir immer was von meiner restlichen geschmolzenen Schokolade, die ich hier noch habe. Und mache mir da immer so ein bisschen was von auf den Keks, damit ich die Spotttölpel da auf den Keks draufkleben kann. Und die ganzen kleinen Teile natürlich auch noch.
Hier müsst ihr natürlich aufpassen, dass euch die Schokolade nicht zwischendurch schon wieder zu weich wird. Dann solltet ihr die auf jeden Fall wieder in den Kühlschrank tun. Und die ganzen Punkte, die dann hier noch sind, die kann man natürlich auch mit der restlichen Schokolade dann einfach auf die Kekse draufspritzen, falls euch die kaputt gehen sollten. Und da die durch die Temperatur, die hier drin ist, natürlich auch immer ein bisschen schnell wieder warm werden, tue ich mir die ab und zu dann wieder in den Kühlschrank rein, wenn ich merke, ich kriege die nicht richtig vom Backpapier abgelöst. Und lasse sie nochmal wieder ein bisschen anhärten, um sie dann auf die Kekse drauf zu tun. Und wenn ihr das dann so alles auf den Keksen drauf habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nochmal richtig schön abkühlen lassen. Und dann habt ihr richtig leckere Panem-Kekse. So, und wenn ihr jetzt alle eure Kekse soweit fertig habt, dann habt ihr jetzt den passenden Snack zum nächsten Kinoabend. Oder ihr könnt die natürlich auch einfach mit ins Kino schmuggeln. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, denn die sind so klein, die könnt ihr euch in eine Dose tun und dann einfach ab in die Tasche und dann mit ins Kino nehmen und habt dann einen passenden Kinosnack dazu. Und mich würde jetzt natürlich auf jeden Fall interessieren, wie euch denn diese Kekse gefallen. Kann ja auch sein, dass sie euch überhaupt nicht gefallen. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Genauso, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was ich vielleicht sonst nochmal für euch machen soll. Egal, ob zu einem bestimmten Thema oder zu einem Grundrezept, das könnt ihr mir auch alles in die Kommentare schreiben. Ich versuche das dann auf jeden Fall für euch umzusetzen. Und wenn ihr sowas nachmacht, dann schickt mir auch gerne Bilder davon. Ich sehe nämlich immer sehr gerne eure Kreation. Das könnt ihr auch gerne über Facebook, Twitter oder Instagram machen. Bei Instagram werde ich natürlich für euch auch wieder ein Foto von diesen Keksen hochladen. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann verlinke ich euch hier schon mal meine Panem-Torte, die ich zu dem zweiten Teil gemacht habe. Und auf der anderen Seite meine Panem-Cupcakes, die ich zum ersten Teil vom dritten Teil gemacht habe. Also wenn ihr mögt, könnt ihr da auch gerne mal draufklicken. Und ich werde euch natürlich auch gleich nochmal eine Nahaufnahme von diesen Keksen zeigen. Aber vom Ding her war es das schon wieder für dieses Video. Und darum sage ich einfach schon mal bis zum nächsten Mal und bis dann. Bye, bye.